Ja Leute, was geht? Und es geht weiter mit Let's Play Grand Theft Auto San Andreas hier mit den Pirates. Wir machen jetzt weiter hier mit, ja, mit der neuen Mission. Ich kann es hier mal ganz kurz überspeichern. Weil das haben wir jetzt schon geschafft. Ja. Gut, dann machen wir weiter. Wir machen heute. Was machen wir noch heute? Was machen wir? Zero. Ich mache die Null im Bett, Alter. Ey! Fick dich. Gut, wir machen Zero, würde ich sagen. Ja. Syndicate können wir nachher mal später mal machen. Auch wenn das gerade extrem spannend ist. Machen wir Zero, der ist doch gerade so schön in der Nähe. Obwohl, Syndicate ist, glaube ich, auch nicht weiter weg, oder was auch immer. Machen wir erstmal hier den Zero, die Null, Alter. Was für Geld? 30.000 noch. Locker. Was, wenn man dafür Geld braucht? Okay. Ja, kriegen wir wieder rein. Was ist hier jetzt? Ja, man kann da. Ey, war nach Mission. Kann man was kaufen? Nö. So, nur kann ich nicht. Ach, war der. Achso. Hello? Carl, it's Zero. Oh, hi, Z. You wasn't around when I signed the deeds. Yes, I know. I was on a dangerous reconnaissance mission, deep into enemy territory. Yeah, right, sure, whatever you say. I should come through and have a look at the business, you know? Oh, of course, of course. I'll have to tidy up a bit. This place is such a mess. Don't worry about it. I'll drop in soon. Gut, würde ich jetzt gerne die Mission anfangen. Danke da. Air Raid. Und der Verkäufer ist weg. Obwohl er eben noch da war. Hey, what up, Z? Nothing is up, Carl. Apart from my blood pressure. And the imminent collapse of my hopes and dreams. Why? As usual, the forces of darkness have triumphed over good. Life is nothing but misery, briefly interspersed with agony. Homie, what you own? Whatever it is, you need to be close. Excuse me, but I never take drugs. We all know drugs are for losers and or sex maniacs. And right now, sex is the last thing on my mind. Thank God for that. Berkeley is back. Oh, Berkeley. Yes. Who the fuck is Berkeley? Oh, just a man I once beat in fair competition. A man literally obsessed with revenge. Oh, you put hands on him? No, please. I never initiate violence. Oh, I know. You knocked his bitch. Das sind GTA Vice City Actionfiguren. I won the prize in the science fair. First prize, that is. Und Manhunt. And now you want to pop you? And they say gangbangers is petty and small-minded. Hey, what's that bleeping sound? That's him. We shall fight to the end. Das ist ein großer Angriff. This is insanity. Minigun? Batteries commence fire. Okay. He's going for my transmitters. Der Berkeley. If he takes them out, I'll never be able to launch a counterattack. No problem, man, but they're only toys. They're not toys. They're just smaller. CJ, bogey's at 12 o'clock. Ah, jetzt sehe ich auf dem Nimap. Könnte ich. Danke. Achso. Die Mission habe ich jetzt vielleicht mal. Ja, doch, die Mission habe ich schon mal gemacht. Da ist im ersten Mal, habe ich geschafft. Okay, muss gut aufhören. Weiß halt nicht, ob die übersetzen kann. Da kommen drei. Oh, die eine Bombe ging zum Glück daneben. Glück gehabt. Ah. Ja, ist eher so ein. Wie heißt das? So ein. Wellenkampf. Ah.
Das ist nichts schwerer. Tut mir leid, dass ich eben da ein bisschen reinsprechen musste, aber. Ich fand's aber so geil, das Easter Egg Manhunt, Alter. Lernen nie gespielt. Kann ich mal versprechen, wenn das irgendwann in Deutschland mal erlaubt sein sollte. Oder in Europa. Das ist das einzige Spiel, das ich kenne, das Europa-Verbot hat. Hallo, zerstören. Oh. Kann man wieder kurz stoppen, danke. Großangriff abgewehrt. Also nur geht es mal durch meinen Großangriff, also. Es geht eigentlich voll klar. Ich hätte den Großangriff, ey, wie werden da, wie viel Spielzeug? Oder schweres wie T-Gate, einfach darum, das ist ein Scheiß. Das ist ja etwas wieder spawnt die eigentlich so komisch. Ja. Entschuldigung, hat er genau für 2 Minuten so viel, ne? Das war ja schon vorher ausgerechnet. Ich wollte gar nicht, wie das ausgerechnet, aber. Entschuldigung, hat er genau 2 Minuten auf. Glaube ich. Ich kann mir nicht weiß nicht. Das wäre die Zeit unlogisch. Letztes Mal wieder nicht komplett geschafft. Letztes Mal. Ich weiß gar nicht, wenn man die selber anschießt. Ich glaube, ich lasse jetzt lieber. Aber, mir passiert nichts. Okay, wenn ich ihn anschieße, passiert dann was? Ich gehe mal von, oder er macht einen, ach nee, der macht einen Gegenangriff in 2 Minuten. Deswegen, der würde das Spielzeug nicht auf, dann macht einen Gegenangriff, glaube ich. Aber warum er da gleich machen wird. Und dann das hintertreffen wird, ist schon egal. Und Signal ist noch komplett. Berkeley, as long as we have opposable thumbs, we will fight you. Okay. Well done, Carl. Now leave. I must prepare for the battle's end. Never have so few owed so many. Too little, three. No, that's not it. What is it? We will fight him on the beaches. Well, rooftops. Ah, da brauche ich auch Geld. Alter, da brauche ich Geld. Ich krieg wieder da rein. Ja, das ist die Null im Bett, Alter. Zero. Das ist eine Null im Bett, ey, wie der drauf ist. Oh, da ist ja Manhunt, Alter. Eine Actionfigur von Tommy. Das ist so geil. Das ist so nice. Das ist einfach. Oh, geil. Geil, geil, geil. Das Game ist geil. Das Game ist einfach zu nice. Entschuldigung, ich finde sowas echt geil. Ich liebe sowas. Ich liebe solche. Solche Männer, Alter. Oh. Wie würde ich das gerne mal spielen? Aber. Ja. Gibt es hier kein Spiel dahin zu kaufen? Ich habe schon mal geguckt, ob man das irgendwo kaufen kann, aber. Ich nicht. Ich finde keine Version, wo das, wie ich das nur holen kann. Also wie ich das kaufen kann. Ich habe keine über mal geguckt. Ich weiß nicht, ob das irgendwo im Kauf existiert, aber irgendwie nicht. Na gut. Sonst würden die beiden Spiele natürlich auch mal. Würde ich so liebend gern machen. Supply Lines. Hey Z, where you at? Go away, Carl. I'm very, very busy back here. Top secret stuff, not for your eyes. Too sensitive. Come on, homie, where are you? I said go away, Carl. I don't need any friends today. Thank you. Then Nip's a pretty strong draw. Yes, my hero. Carl, he came back and humiliated me. I shall probably turn to prostitution now, where I will be found dead and broken. I am a 28-year-old man. Whose landlord just helped him down from a hook from which I had been hanging from my underwear, contemplating my inadequacy for nearly 2 hours. Ow! My crack. Look, you gotta get even, homie. What kind of weapons you got? I've got a prototype of a miniature plane. Huh, well, with that plane, we gonna go humiliate Burke. Okay, cool. Man, this is ridiculous. That went right up. Bezahlt mich eigentlich Zero oder was? Berkeley has his sycophantic lackeys do all his deliveries. Well, we shall hit him where it hurts the most. Bring his mail order model business to its knees.
Ich will fliegen, ne? Hm. Warte, nicht mit, wie hebt man ab? Drücke W. Warte mal, wenn man so drücke W, um mehr Gas zu geben. Drücke S, um das Gas wegzunehmen. Okay. Punkt E ist das mit dem Ding. Gut. Ja. Ja. Hä, wie fliegt man das Ding? Lol, fliegt der hier bescheuert. Dampft es? Ja. Mhm. Ja, toll, das Ding fliegt sich ohne bescheuert. So, das läuft schon ganz gut, ne? Wie fliegt man das Ding überhaupt anständig? Keine Ahnung, wie das Ding fliegt, keine Ahnung. Ah, jetzt hoch oder was? Nimm ein Jurf. So, und jetzt haben wir die 2 oder 4. Mit der, achso! Mit der Maus! Dann flog. Achso, mit der Maus. Würde man also fliegen. Ah. Das ist natürlich gut zu wissen, für mich. Dann gespielt ist noch einfach gar nicht. Oder spielen wir es gedacht, ich habe keine Ahnung. Ah. Jeder weiß, aber jeder kann genug Benzin. Da wollte eigentlich kein Problem dann. Eigentlich. Wenn wir den Weg die Auto. Einmal vorschießen. Warte. Weil ich natürlich das nicht ziehen kann, ne? Natürlich. Ja, das Ding, dass ich ohne mich schallscheuer fliegen, ne? Das ist die Fliegeverkleidung auch nicht eklig. Alles andersrum. Ach lol, ist andersrum. Oh nee. Also mal auf, wenn du kennst die Wege fliegen. Der Maus, Alter, ist ja richtig beschissen. Ja lol. Ja, mit der Maus kannst du es gar nicht steuern. Kann ja mit Wege, man geht auch mit Pfeiltasten eigentlich. Wenn du wieder zurückkommst. Denn mit der Maus ist es unheimlich eklig. Ja, wir haben den Fall. So, mit dem Pfeiltasten ist besser. Jo, mit dem Pfeiltasten machen wir das. Ja, jetzt geht's. Ah, mit dem Pfeiltasten fliege ich. Ach stimmt, die haben es ja mal umgeändert. Ah ja, ich erinnere mich. Ah, oh, scheiße. Ja. Jetzt ziehe ich mehr Schwung. Jetzt ist besser. Jetzt kommt besser zurecht. Wollte schon sagen, das war irgendwie, richtig eklig, also. Ja, jetzt kann ich auch mal wieder fliegen. Du bist anders, aber ich kann nicht fliegen. Was kann jetzt in die Zielsuchengeschütze oder wie läuft das ab? Also eine zielsuchende Kugel, ein bisschen zielsuchend oder ja, ein bisschen Auto-Aim drin oder. Hatte ich wohl auch nicht interessiert, hm? Okay. Ja, wird aber gar kein Problem werden. Oh, Mitgefühl, wenn ich mitgefühl. Okay, Benzin ist ein bisschen bescheuert. Ja, weil ich eben auch lange umgegurkt habe, ne? Ich weiß gar nicht, ob die Polizei mir auf den Tag gehen kann. Ich glaube nicht. Hoffe ich mal nicht. Tschüss. Boah, das geht aber nicht, nur die Mission. Also wenn ich das jetzt... Boah, also mit den Pfeiltasten fliegen und W gedrückt halten. Das ist ziemlich einfach. Richtig einfach gemacht. Ich habe damals immer so Probleme mit Fliegen gehabt.
Tanken wird immer wieder, jetzt gerade kommen wir wieder gut zurecht. Benzin wird dann ein bisschen knapp, wo sind die beiden denn? Ich kann mal ganz kurz hin. Aber dem einen komme ich gerade richtig gut entgegen, der andere ist weiter weit weg. Ah. Hm, weil ich auch muss ich jetzt sagen, Gummi geguckt hab, ne? Man muss halt nur mit sehr, sehr viel Gefühl fliegen. Und ich bin zu viel Gefühl. Ah. Mal drehen, hallo. Wo ist denn der? Ist der? Ja, ich könnte Fahrräder eigentlich auch explodieren. Nein, theoretisch nicht, aber Spiellogik. Da geht ja ein bisschen anders. Ah, oh, jetzt kann ich, natürlich, jetzt erinnern wir uns noch ein bisschen Zug im Weg. Ja, jetzt da haben wir vielleicht gar nicht gesehen, das Ding eben. Da jetzt bin ich wieder auf guter Höhe. Das könnte mit dem Benzin jetzt wirklich knapp werden. Ich schieße einfach mal vorher. Ich glaube, Munition ist ja so egal. Hab ich ja endlich. Ich mal gut. Ich hätte mal gut aus dem Fahrzeug. Ah, jetzt haut er mir natürlich. Ja, ist ein Fahrrad auch so echt so schnell ist. Nein, jetzt. Ja, das werde ich bei diesem Versuch nicht schaffen. Hallo, Alter, wenn er jetzt jedes Mal mehr abbiegen würde, würde ich ihn nochmal bekommen, aber. Man meinte immer jedes Mal abbiegen zu müssen. Head up! Head up, head up! Okay. Also. Ich weiß, ja, das hab ich gesehen. Ich weiß, bei der Flugkünste. Lernt zu wünschen übrig. Ich glaube, wenn man das jetzt noch geschafft hat, muss man Dinger zu 12 fliegen. Das könnte kriminell werden. Aber gut, die Mission geht eigentlich. Ich hätte mich auch eben wieder dumm angestellt. Dann beeil dich, du bist gut, ey. Wo ist denn der Typ? Komm gerade entgegen. Ja, das wird jetzt mal. Das wird jetzt mal. Oder muss man das mehr zu was anderes spielen, dass ich jetzt zurückfliegen musste? Also wenn man eingeht, ja, muss man ja fliegen können. Oh ja, jetzt ist das Ende. Also jetzt, wenn ich nie mehr zurückfliegen müsste. Ja. Ich hab's so rumgetrödelt vorhin. Hab ich mir auch schon gedacht. Das ist super jetzt. Wow, wegen einem, Alter. Wegen einem, wie ärgerlich. Ich hab den besiegt! Ich hab den besiegt! Nein, nicht ganz. Ah, gut. Aber gut, wir haben den. War, wow, ist nicht schwer. Ich hab das nur. Okay. Dann weiter mal. Das ist nicht schwer. Ah, ja, ich weiß. Ja, jetzt nehmen wir mal. Wenn ihr hinguckt. Na ja, gut, nur ein bisschen. Gleich den nächsten. Dreh dich! Nein, nicht gut drehen, also. Oh, ich drück mal E, das ist ein bisschen. Hallo.
Aber dann gut. Genau, jetzt sind wir drin. Nein, wow, lol. Was? Also die schießen nicht in die Lieferung ab, ach so. Wow. Bitte, ach Mensch. Nein, nur einmal ab. Lol, jetzt überlebt er das auch noch alles. Ich sehe ihn, mein. Kann man die Kamera mal drehen? Kann man, ich werde. Nee, man kann die natürlich die Kamera nicht sehen, das will ich sehen. Ja, los, bitte. Na gut. Ich will gar nicht, ist das Ding unbesiegbar? Keine Ahnung. Nee, ich glaube nicht. Nee, ist nicht unbesiegbar. So, jetzt müssen wir gucken, mal ganz kurz, wer ist denn schön weit weg? Ja, ich glaube bald auf den Schlag, ne? Boah, ich glaube, wir können auch so gleich weiterfliegen. Also, jetzt sind wir gut in der Zeit, oder? Nee, nicht. Ja, klar, danke. Alter, kann mal wieder los. Hallo, kann mal wieder los. Leg mal bitte. Was heißt das Ding? Das Ding ist beschissener als ein Flugzeug. Kann jetzt nicht sagen. Das Ding scheiße ist. Aber gut, es geht. Es ist möglich, aber das Ding ist scheiße. Ja, das Problem ist, man kann das Flugzeug nicht drehen. Weil man kann die Kamera nicht drehen. Das ist halt. Warum? Weil die Tür hier nicht miteinander. Man hält aber gut an der Luft halten. Ich kann. Also das ist so eklig gemacht mit dem Spiel, dass man da das keine Kamera nicht nehmen kann. Das ist immer echt ein Feature, was man wirklich total fehlt. Also bei Autofahren geht es eigentlich. Lauf mal nach, nächstes, ne? Danke. Aber nicht nachladen in Texturen sich angucken, das ist mir auch mal geil. Wo ist der? Da hinten. Mal vorschießen. Ich hätte auch schon vergessen, dass ich die Flugzeuge umgestellt habe. Das hätte ich auch schon vergessen, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte die Flugzeuge damals umgestellt. Oh, bitte. Das Ding ist so beschissen. Das Problem ist, ich kann auch irgendwie nicht zielen. Also, ich weiß nicht, zielen musst du, glaube ich, gar nicht, oder? Ich glaube nicht, Ah, wieder oben. Aber warum ist da jetzt. Kann natürlich auch eine scheiß Laterne im Weg, ganz klar. Ja, das ist ja viel, sehr, sehr viel besser. Und sie denn? Oh, ich will diese Ampeln. Oh Gott, passt schon. Passt. Geile Mission. Sieht geil. Hat Spaß. Ich kann hier rumschießen mit dem kleinen Flugzeug. Da finde ich irgendwie scheiße. Ja, ich bin jetzt nicht kein Meistertalent im Fliegen, aber. Oh, bis sich das Ding jetzt mal wieder dreht. Er läuft doch mal ganz gut stehen, bitte. LOL! Wir sind schon vorbei. Ah ja, das ist das. Ja, das ist mein Problem. Wenn die Kamera noch funktionieren würde, das wäre ein Traum. Scheiße. Da. Ich kann ja Selbstzerstörung machen. Aber wieso geht denn der Trick? Also wir sterben. Leute, hallo. Danke. Spiel, würdest du... Spiel, würdest du auch dann mal dich drehen? Oh. Also dieser Flugsteuer, ich mag sie überhaupt nicht. Ich kann sie nicht ab. Nee, ich kann sie nicht ab. Ich finde, sie geht davon weiter. Da kann ich wieder fliegen. Wieso, ich kann sie... Naja. Ja, es ging jetzt auch viel, viel besser. Ja. Ich würde es gerne noch schaffen in diesem Part, danke. Werden wir jetzt auch. Also das Jahr fliegen ist bei mir ein bisschen schwer. Aber nicht geht das. Warum bei ihr hat ihn verloren? Okay, irgendwie. Ah! Ja, haben wir es eben gesehen, das ist ja richtig viel.
die Kugel nicht häufig zielen. Und war natürlich nicht, ja, das Problem ist, jetzt weiß ich nicht, ja, das ist halt das große Problem, ich weiß halt nicht, was vor mir ist oder was hinter mir ist, wenn ich mich drehen möchte. Ich kann uns halt überhaupt nicht aussehen, das ist das Problem. Packt das Spiel momentan rum? Packt das Spiel? Ja gut, ich kann sagen, dass an meiner Hardware, die ich genau noch, ach genau, die kaputt ist. Dann mache ich hier 2 Sterne bekommen. Oder ich nicht am, keine Ahnung, ich kann das an meiner Hardware, die ich das Spiel noch ein bisschen paar Grafikbugs hat, weil ich habe ziemlich moderne Hardware und deswegen kann es sozusagen von Grafikbugs hat. Oder spiele immer Grafikbugs, ich habe keine Ahnung. Fragt mich das nicht, weil wie ich das bis damals mal in vorher halt gerne Grafikbugs hatte. Ja, das ist sehr eklig gemacht, das Fliegen, weil in der Kamera, also wenn die Kamera funktioniert, würde ich sagen, Top Mission, so ist sie, aber jetzt die schwerste, da fand ich, muss ich Big Smoke und gerade die von den schwersten, bescheuersten Mission von allen, wo man die Pfeile drücken muss, weil, okay, das kann ich auch nicht so gut, muss ich sagen, da bin ich gut drin, das ist, ich glaube, es kommt auf die Persönlichkeit drauf an, deswegen, so eine Liste, wo ich dann mal gelesen, Schutt und Asche, von Vice City, die schwerste Mission, wo ich denke, nee, ist so voll einfach, das denke ich, aber, es kommt darauf an, Leute, man muss dann denken, wenn ihr euch die Liste anguckt, es ist eine Persönlichkeit. Also jeder kann etwas gut und der andere kann etwas schlecht. Ich kann nicht so gut fliegen. Für Bakira wäre die Mission, glaube ich, noch weniger ein Problem als für mich. Weil Bakira ist ein, guck mal, von mir, den müsste ich eigentlich auch mal präsentieren. Also ich rede immer mal von dir, aber ihr mehr kennt ihr eigentlich gar nicht, wenn ihr nur diesen Kanal guckt. Nee, und ihr habt die auch irgendwie verlinkt und ihr kennt die aber irgendwie überhaupt nicht. Also ihr habt irgendwelche Typen, für euch ist es so, als hätte ich irgendwelche Typen da verlinkt, die ihr nicht kennt. Ah. Das meine ich ja. Nein. Oh. Du bist auch kein Dusch und der Platz, um zu fliegen, ne? Ich bin ganz vorsichtig. Aber hol mich doch nicht! Endlich ist er weg. So. Dafür, dass du mich jetzt mal umgebracht hast, du Wichser. Okay, irgendwie Selbstzerstörung. Warum kann ich nicht? Warum gibt es eigentlich Selbstzerstörung? Oder gibt es hier gar nicht? Nee, kann das ja gar nicht existieren, ne? Vielleicht gibt es ja Drohnen, die sich selbst zerstören können. Die vielleicht auch nochmal fliegen, fahren müssen oder fliegen müssen. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es solche Mission Exis in GTA 3 gab es so eine. Ja. Ja, okay, fertig. Ja, da jetzt mal vorne war der knapp. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja, das meine ich, da sehe ich die Startplatte überhaupt nicht richtig weit. Das. Okay, ja, also das war dann das. Doch, die denn. Der Party, ja, damals habe ich auch dafür irgendwie ganz lange gebraucht. War eine spaßige Mission. Es war für mich natürlich eine schwierigeren, das wusste ich aber auch, dass sie schwer für mich wird. Für mich nicht ganz so einfach wird. Weil ich halt nicht fliegen kann. Also nicht gar nicht so gut. Ne, ich sage natürlich, ich schieße nicht rum. Das hat jetzt noch keinen Sinn.
So, ich wusste es einfach, weil ich so guter Flugexperte bin. Andere können das, glaube ich, besser als ich. Das ist einfach so. Aber wenn ich nachher durch alles durchkomme, mein Flugtalent, das reicht mir eigentlich. Wenn ich Bronze schaffe, wenn ich bei der Flugtalent Bronze schaffen werde, das ist für mich anders, wie einfach von anderen Gold schaffen. Ich glaube, es soll jetzt auch kein großer Spoiler sein, weil ich lehne mich jetzt mal weit auf dem Fenster, dass jeder geht, dass Andreas so weit kennt und weiß, wie viel Flugtalent ist jetzt. Ja, da habe ich damals auch aufgehört, weil ich keinen Bock mehr hatte. Das Spiel war geil, aber ich habe die Flugtalent nicht geschafft. Dann habe ich das natürlich nie hinbekommen. Die auch eine der schwierigsten Missionen, glaube ich, die gesagt wird, die es jetzt gibt. Das ist das doch jetzt? Ja. Lande mal. Lande. Damit der jetzt auch Wärmelot abläuft. Geschafft. Mhm. Aber jetzt bin ich 8000. Also, damit ich das Geld wieder rausbekomme, brauche ich jetzt noch. 30 bezahlen, ne? Noch 22.000 von dem. Na gut. Dann würde ich sagen, das war's dann für diese Folge. Dann machen wir in der nächsten Folge mit Zero weiter. Aber für mich war das jetzt eine der härteren Missionen vielleicht für einen von euch. Doch ziemlich einfach. Mal gucken. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann und ciao.